Hallo, liebe Freunde. Wir starten direkt durch und gehen in die Tür. Ah, Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Ja, ja. Ich habe so das Gefühl, es ist scheißegal, was ich... Ich habe scheiße gesagt. Es ist egal, was ich anklicke, es kommt aufs Gleiche hinaus. Ich... Zu spät. Quod erat demonstrandum. Na, das war ja was. Das hat ja jetzt echt lange gedauert. Okay, haben wir jetzt irgendwie was Neues? Was hatte das jetzt für einen Effekt? Dann wieder zurück zum... Oh oh. Die ist nicht... Ja, ich ja. Ich bin schon weg. Nicht. Alla. Ja. Was gibt's? Ja, ich. Sorry, Zeit ist Geld, so. Kinder, ne? Und hier bleibt. Das habe ich wohl vermasselt. Nee, hast du nicht. Dann weiter zu Jeffy. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern, wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Ach, natürlich. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Gott oder ja, ich hoffe, das ist jetzt auch wieder so ein Ding hier von wegen scheißegal und so. Kopf! Meine Treu. Es ist Kopf! Pardauz! Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Tja, wir werden es niemals herausfinden. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte... Halt, halt, halt! Nicht so schnell. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Aber... Ich tippe auf Zahl. Moment, das... Tja, Zahl. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Pech gehabt. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Ja, ich weiß nicht, ob das großartig Sinn hat. Ich will es noch einmal versuchen. Probieren wir es aus. So sei es. Kopf oder Zahl? Zahl. Tatsächlich, jetzt ich. Ich tippe auf. Kopf. Ja, das heißt wohl... Ach.
Na komm. Ich ziehe dann mal wieder von da. Scheiße auch. Was machen wir denn jetzt? Ja, das Ding ist, jetzt gehen mir echt die Ideen aus. Nee. Warte mal, doch. Vielleicht kann Il Dottore noch was für uns machen. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Oh, du bist es nur. Hello, Edna. Hello. Und, wie geht die Forschung voran? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich brüte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Bernsteinklumpen. Meine Popo ist schon ganz wund, aber der Dino ist immer noch nicht geschlüpft. Das sind so Dinge, die ich absolut nicht wissen will. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar. Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Dr. Möchen. In Detmold Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Okay. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Eben drum. Dann wieder raus hier. Juppie ist wahrscheinlich immer noch. Guck ich nicht nach. Ist mit... In diesem Bild gießt nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre Cave. Sehr schön. Okay. Wenn da kommen wir in die Bar, da hat man schon alles abgefrühstückt. Etwas Ketchup dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Genau, ich konnte folgen. Ihr auch? Oh Gott. Moment, mal kurz Mikro richten. So. Ja. Freunde. Wir haben Strohhalm, wir haben was. Ja, haben wir jetzt nicht so wirklich viel geschafft, die Folge, ne? Ja, komm, pass auf, dann versuchen wir nochmal hier irgendwie draußen was zu ruppen. Na komm. Danke. Da kommt der nächste Ausgang. Ach, das ist aber schön. Und los wieder. Geht's. Ich hatte mir mal überlegt, irgendwie immer, wenn sie das sagt, so einen speziellen Slogan zu roppen. Da kommt der nächste Ausgang. Ach, das ist aber schön. Herr Mantel ist da immer noch drin. Soll Herr Mantel mal da drin bleiben? Nur
der obligatorische Bringt eure Löffel zurück in die Mensa Aushang. Ja, den brauchen wir ja nicht zwingend, ne? Aber wirst du ja schon mal gerne, ne? Was wir hier mit dem Ofen anstellen können, können wir da überhaupt irgendwas mit anstellen? Ja, haben wir irgendwas zum Verbrennen? Comic vielleicht? In diesem Bild fängt Captain Unbrauchbars Cape Feuer. Offensichtlich nicht. Ich möchte bitte den Ofen anmalen. Man nannte sie auch Feuerstift. Habe ich den jetzt ver... Oh, ich dachte schon. Ja, nö. Nee, nee. Nix weiter hier, können wir hier rein? Das ist ja da. War ich hier schon drin? Ach ja. Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Bitte einfach... Das muss der betreuende Arzt unterzeichnen. In meinem Fall ist das wohl Dr. Marcel. Dann mitnehmen. Ich habe da gerade eine Idee. Können wir nicht, Na, komm. Können wir nicht eventuell in Dr. Marcells Büro stiefeln und die Unterschrift irgendwie fälschen? Na komm! Lass dich nicht immer zweimal bitten. Welche Seite war's? Die hier. Nein, die nicht. Die hier. Hoch. Na auf. Komm. Danke. Hier war doch, wenn ich mich nicht irre... ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Padauts! Und wenn das jetzt noch funktioniert... Sieh an! Da ist Dr. Marcels Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Kann ich das Diplom nehmen? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Kann ich... Darauf hat schon wer unterschrieben. Okay, wie kriege ich das hin? Irgendwas hat es doch da... Ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Okay. Was meinst du, Harvey? Hat der Doktor sein Diplom beim Polospielen gewonnen? Auf jeden Fall. Und er hat geschummelt. Ach, Murks. Wie machen wir das denn jetzt? Ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal, da war doch was. Was war da? Was? Also, an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Ich dachte, jetzt kommt so ein... Tempomorph-Dingens. Da ist Dr. Marcells Unterschrift auf dem Diplom. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Tempomorph-Dingenskirchen und hier Special Effects und so. Aber nein, Bums. Klappt nicht, ne?
weißt du Bescheid. Ich beende die Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, tschüss.